Grüß dich, der Preibisch hier mit einem neuen Video zum Naturforscher Goethe. Ich habe ja schon zur Farbenlehre zwei Videos gemacht und ich möchte heute das noch ein bisschen erweitern mit der Metamorphose der Pflanzen von Goethe und dir ein bisschen was erzählen vom Entwicklungsgedanken, den Goethe gedacht hat. Und da geht es mir eigentlich darum, also auch dir davon zu erzählen, wie hat der Forscher Goethe gedacht und was ist eigentlich das Fantastische, das Wertvolle an diesem Denken? Und ich habe das ja so ein bisschen schon angedeutet in der Farbenlehre, was auch Schiller hat ja auch Goethe geschrieben, das Wertvolle, was du an deiner Forschung machst, ist eigentlich, wie du denkst und wie du reingehst. Und um das noch besser zu verstehen, möchte ich jetzt mal die Metamorphose der Pflanzen von Goethe hier vorstellen und da dieses Entwicklungsdenken zeigen, so dass du das vielleicht verstehen kannst. Ich habe mir dazu aus der Bibliothek ausgeliehen von Goethe eine relativ dünne Schrift, der Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären. Da wird es darum gehen. Und das Gedicht habe ich hier, die Metamorphose der Pflanzen, das ist ein längeres Gedicht und das will ich dir heute ein bisschen vorstellen. Also Goethe war nicht nur Dichter, der war auch Naturforscher und der hat ganz anders gedacht, als wir das heute vielleicht machen in der Wissenschaft. Und ich meine, das ist auf jeden Fall wert, dass man sich das mal anguckt, weil ich bin total begeistert von diesem Denken, das Goethe da an den Tag gelegt hat. Zu der Schrift, also der hat irgendwann 1790, hat er dieses kleine, weiß ich nicht, wie man das nennt, diesen Aufsatz hier, der versucht, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, herausgebracht. Und da beschreibt Goethe, wie sich eine Pflanze entwickelt. Und da hat er sich nicht eine bestimmte Pflanze genommen, sondern er hat versucht, die Entwicklung aller Pflanzen nachzuvollziehen. Denn Goethe war der Meinung, alle Pflanzen entwickeln sich nach im Grunde demselben Prinzipien. Es gibt Unterschiede, das werden wir auch gleich sehen in dem Gedicht. Alles ähnelt sich in der Natur, nichts gleicht sich. Also es ist nicht das Gleiche. Der Kaktus und der Apfelbaum sind nicht das Gleiche, aber sie sind ähnlich in ihrer Entwicklung und in ihrem Pflanzesein. Zuerst mal möchte ich dir hier vorstellen, die Metamorphose der Pflanze. Was schreibt Goethe hier? Der fängt im Prinzip daran an, einfach mal zu schauen, also wie entwickelt sich die Pflanze, was gibt es da so für Sorten? Der entwickelt die regelmäßig, unregelmäßig und zufällige Entwicklung. Und ja, und da sagt er einiges zu, das ordnet er ein. Und dann beginnt es eigentlich schon, dass er anfängt beim Samen von den Samenblättern. Und da, vielleicht kannst du das so ein bisschen lesen, erzählt er, was da so passiert. Und dann geht es immer weiter. Der Stängel, die Stängelblätter, die entwickeln sich von Knoten zu Knoten. Und immer wieder kommt aber Goethe hier auf das gleiche Prinzip zurück. Also hier geht es dann weiter, Blütenstand, Kelche. Und so erklärt er im Prinzip, wie sich das eine aus dem anderen bildet. Und dabei beschreibt er aber hauptsächlich seine Idee von dem Prinzip. Und die ist zum Beispiel, alles ist Blatt. Das heißt, Goethe findet heraus, die Pflanze hat eigentlich ganz verschiedene Organellen. Die hat die Wurzeln, die Blätter, den Stängel, die Blüten. Aber im Grunde erzeugt sie immer nur ein Blatt, was sie dann mit auseinandergehen und zusammenziehen zu einer bestimmten Form macht. Und manchmal wird dieses Blatt halt eine Wurzel und manchmal wird es eine Blüte und manchmal wird es der Stängel oder manchmal wird es auch ein Dorn. Also alle Teile der Pflanze sind im Grunde im Prinzip, vom Prinzip her, vom Wesentlichen her als Blatt angelegt und dann kommt es darauf an, welche Säfte dazu fließen, sagt Goethe, und in welche Richtung es sich entwickelt. Das Wichtige hierbei ist aber für Goethe, dass er das zeigen kann.
Es ist immer das gleiche Prinzip, es ist immer ähnlich, auch wenn es ganz unterschiedlich scheint. Und diese Metamorphose der Pflanzen wird beschrieben von ihm hier in dem kleinen Blatt. Er geht dann auch auf andere Forscher ein. Und ihm ist es wichtig, dass der Leser versteht, in der Natur gibt es Prinzipien, die wiederholen sich immer wieder. Und die hat er, meint er, entdeckt zu haben überall. Und er hat zum Beispiel entdeckt er auch, stellt er sich die Frage, wann blüht denn eine Blume oder eine Pflanze? Und er sagt, es muss immer eine Mangelsituation auftreten. Also die Versorgung der Nährstoffe muss zum Erliegen oder muss sich einschränken und dann blüht die Pflanze. Wenn die Pflanze gut versorgt ist, dann wächst die. Und erst wenn sie an so eine Grenze kommt der Versorgung, dann blüht die Pflanze. Und damit ist halt gewährleistet, dass auch schlecht versorgte Pflanzen blühen. Die werden dann ganz klein bloß und blühen und manche werden riesengroß und blühen erst dann. Und solche Mechanismen entdeckt Goethe und beschreibt die hier und möchte es aber generell für alle Pflanzen erzählen. Und wir wissen ja zum Beispiel, es gibt ja Pflanzen wie eine Alge oder so, die muss jetzt nicht unbedingt blühen. Oder es gibt auch Pflanzen, die sich nur über Teilung, also Setzlinge fortpflanzen, die blühen gar nicht geschlechtlich. Und Goethe will das auch nicht so sagen, dass das jetzt für alle gilt und die Ausnahmen übersieht er, sondern er sagt, es steckt überall ein Prinzip drin. Und wozu eigentlich das kommt hier in seinem Gedicht, die Metamorphose der Pflanzen, am besten zum Ausdruck. Und hier macht es Goethe so, dass er das nicht irgendwie wissenschaftlich beschreibt, hier wie in diesem Heftchen, sondern er sagt, ich wende mich an meine geliebte Christiane, seine Frau, und ich möchte ihr davon erzählen, wie die Natur die Blumen, die Vielfalt der Blumen erschafft. Also er denkt nicht nur darüber nach, wie kann ich das beschreiben, sondern wie kann ich das so beschreiben, dass es auch meine Frau interessiert. Wie kann ich es in Schönheit hüllen, dass es zu einem Verständnis kommt. Und diese Methode, sich über die Kunst, über die Suche nach der Schönheit auszudrücken, das ist eine Forschungsmethode, die ist unglaublich fruchtbar, denn wenn man sich auf die Suche nach dem Schönen macht, was man ja mit der Kunst macht, dann begegnet einem, das habe ich gelernt, immer wieder die Wahrheit. Denn die Schönheit ist der Glanz des Wahren. Nicht alles Schöne ist wahr, aber wenn man nach der Schönheit sucht, dann findet man ganz viele Sachen raus. Durch die Kunstwerke, durch die Poesie, durch die Musik, durch die Malerei kann man Erkenntnisse gewinnen über Dinge. Und Goethe macht das auch. Er schreibt nicht nur diese Abhandlung, er schreibt auch das Gedicht zur Metamorphose der Pflanzen. Das müsste jetzt noch hier drüber stehen, steht aber nicht. Und da fängt er an, dich verwirrte Geliebte, die tausendfache Mischung dieses Blumengewühls über dem Garten umher. Also da sind alle so verschiedene Blumen, sagt er, aber im Grunde entwickeln die sich alle gleich. Und diese Entwicklung ist dann hier vollzogen, das kannst du dir selber mal durchlesen, das Gedicht. Und er beschreibt es, wenn man es ganz zusammenrafft, das habe ich hier mal gemacht, entwickelt sich die Pflanze vom Samen zum Keim, zum Spross, zur Blüte, zur Frucht, zum Samen. Also es ist ein Kreis, am Samen geht es dann wieder weiter. Und so ist es mit dem Apfelbaum, so ist es mit der Sonnenblume, so ist es mit dem Kaktus, so ist es mit den Pflanzen, die sich geschlechtlich natürlich fortpflanzen. Die anderen muss man hier nicht betrachten. Es geht eigentlich um dieses Prinzip. Und dann schreibt er, und das ist eigentlich für mich die Sensation, aber entzifferst du hier der Göttin heilige Letter, überall siehst du sie dann, auch im veränderten Zug. Was meint er damit? Der sagt, hier ist ein Gesetz drin, ein Gesetz der Göttin, der Natur, das sich immer wieder wiederholt. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann findet man das überall wieder. Diese Abfolge vom Samen zum Keim, zum Spross, zur Blüte, zur Frucht, zum Samen, die findest du überall. Und
Um das nochmal auszudrücken, was er damit meint, dann wendet er sich jetzt an Christiane und sagt: O gedenke denn auch, wie aus dem Keim der Bekanntschaft nach und nach in uns holde Gewohnheit spross. Freundschaft sich mit Macht aus dem Inneren enthüllte und wie Amor zuletzt Blüten und Früchte erzeugte. Also, Goethe sagt hier nicht weniger als: Dieses Prinzip vom Samen zum Keim, zur Blüte, zur Frucht, zum Samen, das findet sich überall wieder, sogar in unserer Liebesbeziehung. Überall die ganze Natur entwickelt sich ungefähr ähnlich auf diese Weise. Und das ist ja ein Gedanke, der ist fantastisch, weil jetzt kann man sagen, also wenn sich alles nach dem gleichen Prinzip entwickelt, dann kann ich ja fragen, wo stehe ich gerade in meiner Liebesbeziehung? Wo stehe ich gerade in meiner Karriere? Ist es noch Samen? Habe ich bloß die Idee von einem Beruf? Oder wird es schon in der Welt lebendig? Der Keim wächst es schon heran? Kommt eine Schönheit hinzu durch die Blüte, die vorher nicht zu kennen war? Oder ist es schon nützlich? Ist es schon Frucht und bildet wieder neue Samen? Das kann man jetzt mit diesem Denken, kann man das auf alles anwenden in der Natur. Und nicht nur in der Natur, also wir können auch die Entwicklung der Dampfmaschine oder des Fahrrades, das hat sich alles entwickelt von der Idee zur ersten Zeichnung, dann wurde schon gebastelt, dann plötzlich hat was funktioniert, war ganz toll und dann wurde es nützlich. Also alles entwickelt sich vom Samen zum Keim, zum Spross, zur Blüte, zur Frucht, zum Samen. Und um das aber zu verstehen, muss man die Ähnlichkeiten betrachten. Heutzutage wird sehr in der Wissenschaft auf die Unterschiede geschaut. Man sagt zum Beispiel, Äpfel und Birnen darf man nicht vergleichen. Wenn man aber auf das Wesentliche schaut, wie Goethe das tat, wenn man fragt, was will der Apfel, was will die Birne, dann sagt man, das ist sich sehr ähnlich. Beides ist Obst und bildet sich aus einer Blüte. Erst mit der Süße kommt die Güte zum Reifen, brauchen beide Licht. Warum vergleicht man diese nicht? Sagt Goethe zum Faust, im Faust gelöst. Und das heißt, Goethe denkt alles auf diese Weise, sogar die Beziehung mit seiner Freundin. Und ich als Künstler habe mir dieses Denken angenommen, weil es ist unglaublich fruchtbar. Man kann immer darüber nachdenken, wo ist man gerade? Man muss nicht mehr denken, richtig und falsch. Die Methoden müssen sich diesem Stadion anpassen. Und so Ideen wie, das haben wir schon immer so gemacht, sind natürlich dann total hinfällig. Ich möchte dir jetzt noch mal schnell dieses Prinzip zeichnen, indem ich dir die Blume Mensch zeichne. Und da beginne ich jetzt, also das nehmen wir uns mal so als Beispiel. Hier habe ich schon so ein paar Symbole hingemacht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das so mache. Und jetzt zeichne ich dir mal die Entwicklung des Menschen, also des Gesellschaftswesens Mensch, als Pflanze. Und ich fange an mit dem Samen, den zeichne ich hier unten hin. Dann kommt der Keim aus diesem Samen, der Spross mit seinen Blättern, die Blüte, die Frucht, der Samen. Die Blume Mensch. Eigentlich zeichne ich die hier oben ein bisschen anders, ist quer gegangen, aber du hast ungefähr gesehen, was ich meine. Also auch der Mensch, jedes Lebendige entwickelt sich vom Samen zum Keim, zum Spross, zur Blüte, zur Frucht, zum Samen. Und dann geht es wieder von vorne los. Und das ist goethisches Denken. Es gibt ein Prinzip in allen Dingen, und ich kann darüber nachdenken, wo bin ich denn in meiner Entwicklung? Welche Fähigkeiten, welche Bedürfnisse, habe ich die schon ausgebildet? Sind die schon fertig? Blühe ich schon? Also ich könnte jetzt auch noch eine Blume ich zeichnen, aber das mache ich mal jetzt nicht. Das ist das goethische Denken, da bin ich total von begeistert. Also nicht nur alle Blumen ähneln sich, sondern das Entwicklungsprinzip der ganzen Natur ist eigentlich
ähnlich. Und deshalb können wir abgucken, wenn uns jetzt interessiert, wie geht es weiter mit dem Menschen, wie geht es weiter mit mir, wie geht es weiter mit meiner Paarbeziehung, dann kann ich schauen, wo bin ich denn? Bin ich Spross? Blüht es schon? Ist es Frucht? Wo sind wir denn gerade? Oder wo sind wir hängen geblieben? Denn in der Natur zeigt sich auch, also nicht jeder Samen keimt, nicht jeder Keim sprießt, nicht jeder Spross blüht und nicht jede Blüte trägt Früchte. Ne? Das ist ja auch ein Gesetz der Natur, dass so ein Samen natürlich auch auf unfruchtbaren Boden fallen kann. Und dann kann man darüber nachdenken, was braucht es jetzt für die Blüte? Was braucht es für den Spross? Und da kann man dann hier reingucken. Man kann einfach, wie ist das bei den anderen? Zum Beispiel dieses Prinzip des Mangels, das dann die Blüte hervorbringt. Oder ich habe dazu gesagt, Disharmonie entwickelt die Beziehung. Man braucht einen Zustand der Unruhe für den nächsten Entwicklungsschritt. Das zeigt sich auch überall in der Natur. Und da kann man ja gucken, sind wir vielleicht als Menschheit gerade in einer disharmonischen Beziehung in dieser Gesellschaft, ist das vielleicht der Vorbote des Endes der Menschheit oder ist es vielleicht nur der Vorbote für den nächsten Entwicklungsschritt? Und bei der Blume Mensch haben wir das so ein bisschen gesehen. Jetzt geht's ans Erblühen, aber das sind dann andere Vorträge von mir. So sehe ich übrigens aus, falls du mich mal auf der Straße triffst. Ich sage erstmal Tschüss. Goethe verabschiedet sich auch von dir. Und das war es jetzt zur Metamorphose der Pflanze. Vielleicht mache ich da nochmal eine Vertiefung zu. Ansonsten, falls dich dieses Denken interessiert, was man auf alles beziehen kann, dann kannst du ja vielleicht den Kanal abonnieren und schaust hin und wieder mal rein. Und ich freue mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Ich sage erstmal Tschüss. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Adieu.